Erfahrung. Und was versprechen Sie den Leuten von Berlin? Dass wir gesehen werden, dass die Leute sehen, dass wir viele sind im Gesamten und wir nicht nur zwei Bosse sozusagen sind. Das, was passiert. Wir haben das von Anfang an mitverfolgt. Das Fachzeitschrift Busfahrt war da immer mit dabei, das auch mit zu unterstützen. Wie ist Ihre Meinung dazu, dass jetzt der BDO zum Beispiel als Busverband deutscher Busunternehmer nicht da ist? War nicht anders zu erwarten. Das ist auch eine klare Meinung zum Verbandsgeschehen. Wir haben im Vorfeld gesehen, dass der BDO, der RDA, der GBK unter anderem auch mit der Bundesregierung ja schon in Verhandlungen gestanden hat, was unter anderem die Ausfallgelder betrifft. Man hat gesprochen, man will 200, man will jetzt 300 Euro fordern pro Tag, pro ausgefallenen Tag, wo der Bus steht. Wie ist da Ihre Einschätzung dazu? Wenn das wirklich kommt, wäre das eine Maßnahme, die hilfreich ist. Ja. Zusätzlich war jetzt noch im Gespräch, die Mehrwertsteuer im Bus zu senken, um sie eben auch mit der Bahn mal auf gleiches Niveau wiederzubringen. Gut, dass das in beiden Fällen Personenbeförderung ist, ist ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz in Ordnung. Aber ansonsten glaube ich nicht, wenn die Fahrt 100 Euro kostet und jetzt die Mehrwertsteuer runtergesenkt wird, dass sie dann um den Prozentsatz günstiger wird. Das wird sie nicht werden. Ne? Also sie bleibt gleich. Ja. Wir haben verschiedene Kriterien wahrnehmen dürfen jetzt von hessischen Busunternehmerverband, baden-württembergischen Busunternehmerverband, was die Fahrgastregelung bedeutet jetzt mit den neuen hygienischen Standards. Wie fantastisch die war aus Hessen mit der 5 Quadratmeter Regel pro Gast. Wie ist Ihre Meinung dazu? Also da wir dadurch dann das Pro-Kopf-CO2-Werte sprengen würden, würde ich mich damit nicht anfreunden und würde auch die Busse nicht auf die Straße schicken. Da es im Linienverkehr, Schienenersatzverkehr und so weiter diese Regel auch nicht gibt, verstehe ich nicht, wo da bei uns das sein muss. Also eine mindestens 50%ige Auslastung vom Fahrzeug muss auf jeden Fall gegeben sein, um das Ganze auch lukrativ für die Vereine zu machen oder Firmen, die halt den Bus benutzen, um von A nach B zu kommen. Wir wünschen Ihnen heute alles Gute in Berlin. Wir sind auch beim Brandenburger Tor dabei und alles Gute und Gesundheit. Danke.